So, hallo, herzlich willkommen, Lothar Unfried hier. Wir machen heute ein Video zum Thema Gratisgeschenk von Microsoft. Für alle, die es vielleicht ein bisschen stört, ich bin ein bisschen verschnupft und will es aber jetzt nicht deswegen unterlassen, so ein Video vorzustellen. Und zwar, vor Weihnachtszeit ist Zeit der Geschenke und natürlich, viele große Firmen haben es erkannt und wollen ihren Kunden und Nutzern ein Geschenk machen. Und zwar gibt es hier jetzt ein E-Book gratis zum Downloaden. Und ich sage jetzt mal so, mal reingeschaut, Office 2010 auf einen Blick, kostet immerhin normal 12,90 €. Jetzt gibt es gratis von Microsoft, das zum Runterladen, E-Mail-Adresse einladen. Ich habe es für Sie gemacht, habe es mal runtergeladen und will kurz einen Blick reinschmeißen. Oh, was ist das? Augenblick. Reinschmeißen. Hier links haben wir schon eine Übersicht, ne? Kurzübersicht, wo wir hinwollen. Und das nächste ist eben hier, was natürlich ganz toll kommt. Augenblick, ich gehe mal langsamer runter. Okay. Microsoft 2010 auf einen Blick, okay. Das Kleingedrückte wollen wir jetzt nicht lesen. Und das nächste ist jetzt hier eben Inhaltsverzeichnis, sehr gut gegliedert und aufgebaut zu den verschiedenen Themen Microsoft, Textverarbeitung mit Microsoft Word 2010 und so geht es weiter. Tabellenkalkulation mit Microsoft Excel, ne, 2010 und so geht es weiter. Präsentation mit PowerPoint, Präsentation. Das interessiert mich sehr stark, immer wieder, wenn es da was Neues gibt, weil man gerade mit PowerPoint auch sehr gute Videos machen kann. Okay, jetzt haben wir noch hier Outlook und gemeinsam genutzte Funktionen und Befehle. Und dann geht es runter, jetzt gehen wir mal rein, Microsoft Office auf einen Blick, hier Einleitung. Und was natürlich ganz gut kommt, ich mache es ein bisschen schneller, ihr könnt es euch ja holen und könnt lesen. Hier haben wir wichtige Grundlagen und wenn ich jetzt hier noch ein bisschen schneller mache, was ich zeigen möchte, ist wirklich Step by Step immer mit Bildern erklärt. Man findet Bildern und das ist, finde ich, ganz gut. Das hat mich immer schon gefallen. Ich mache auch sehr gerne Videos, in der E-Books, Entschuldigung, mit Videos für beide Nutzer. Manche wollen das. Ich mache das auch oft, wenn irgendwo was ist und ich will mich da reinarbeiten. So ein E-Book, ich suche mal die Seiten Step by Step und wenn es ist, notfalls drücke ich mir das aus. Oder ich mache es hier am Bildschirm zwei Fenster auf und kann dann Schritt für Schritt mich durcharbeiten. Und genauso ist es gut, wenn man so viel Fenster hat. Zum Beispiel ich diese Bilder rein gemacht sind, wo es dann erklärt wird, Schritt für Schritt. Ich bin auch so ein visueller Typ, ne? Und kann man es dann besser vorstellen, wo ist was, ne? Hier muss ich hin und so, dann merkt man sich das leichter. Also das finde ich klasse gemacht, tolle Geschichte, weil man sich wesentlich besser orientieren kann. Man findet auch schneller, wenn du dir das mal überlegst, du hast hier ein, ich nenne es jetzt mal Kompendium, ein E-Book mit 321 Seiten und da kriegt jeder schon irgendwo, oder mir geht es so, boah, 321 Seiten, ich muss ja nur, oder ich will ja mal, es ist ja ein Nachschlagewerk, ne, und man soll sich schnell zurechtfinden, schnell finden, was man will, und da sind solche Dinge, wie solche Bilder, einfach wirklich toll, man findet sich schnell zurecht, hier auch durchnummeriert, also wirklich ein tolles E-Book. Und ich muss sagen, sowas wie das, wenn ich mir anschaue, das ist für mich ein klassisches German Next E-Book. Also wirklich sehr zu empfehlen. Leute, holt euch dieses E-Book. Jetzt vor Weihnachten gibt es dann an jeden Adventssonntag ein weiteres gratis E-Book von Microsoft zu den verschiedenen Themen. Und mal unter uns gesagt, wenn du jetzt auch dieses Office 2010 nicht hast, es ist oft ganz gut, manche Funktionen kann man auch mit älteren Versionen vielleicht noch
nutzen, muss man mal vergleichen, will ich jetzt gar nicht behaupten, aber könnte sein. Aber Entschuldigung, es könnte sein, dass du irgendwo Bekannte oder Freunde hast, die das schon nutzen und denen kannst du einen Tipp geben oder eine Freude machen und sagen, hier, schau mal, E-Book Office 2010 und der ist froh, wenn er sowas hat. Man kann sich auch der Vorteil von E-Books gegenüber normalen Book ist es. Ich kann das mal ausdrucken, diese Seiten, wo ich jetzt arbeite, ein paar Seiten, kann das ausdrucken. Gegenüber einem herkömmlichen Buch kann man drauf Notizen machen, kann man was anschreiben, Notizen machen fürs nächste Mal und. Und das Original E-Book bleibt immer im Originalzustand und ich kann mir immer wieder nur das rausholen, was ich brauche, wenn ich gerne in Papierformat arbeite. Also wenn ich heute irgendwo, Beispiel, es gibt viele Menschen, da gehöre ich natürlich auch dazu, die mal, wenn ich eine Sitzung habe am Locus, ne, dann nimmt man sich ja gern mal was zum Lesen mit. Und wenn ich jetzt gerade so in einem spannenden, guten E-Book drin bin, und will mir da mal was mitnehmen, dann drücke ich mir eben ein paar Seiten aus und nehme diese Seiten mit zum Lesen. Also es ist natürlich schon oft ganz gut, ein E-Book zu haben, zur Hand zu haben, gegenüber einem normalen Buch. Also und, eben bloß ein paar Seiten schnell mal oder ein Bekannter sagt, du, wie schaut's denn aus? Das und das, dann kannst du einen Tipp rüber sagen, pass auf, ich suche das raus und gibst ihm die paar Seiten, druckst es aus und der ist froh, wenn er da von dir einen Tipp bekommt oder sogar diese Seiten bekommt zum Nachmachen, wenn er vielleicht dieses E-Book nicht hat oder was weiß ich. Also es gibt verschiedene Varianten, was man machen kann damit. Also eine richtig tolle Sache. Man muss nur immer wieder Ideen haben, was man mit sowas anfängt. Am idealsten ist natürlich, wenn man hier so ein Fachbuch hat und das nutzen kann. Und noch dazu ein weiterer Schritt, wenn es kostenlos ist. Okay, bis zum nächsten Video. Euer Lothar. Würde mich freuen, wenn ihr hier unter dem Video mal einen Kommentar hinterlasst. Ich weiß, ihr viele sind Kommentar faul oder bequem, wie man sagen, faul ist so ein Schimpfwort, aber sagen wir mal nicht, bequem, wollen das nicht und machen das nicht. Aber ich würde mich freuen über ein Feedback, wenn mir jemand da ein bisschen Feedback reinigt oder Kritik. Okay, über ein Dialekt lässt sich streiten. Den will ich nicht mehr wegmachen, dafür bin ich schon zu alt und würde ich auch nicht machen, habe ich als Junge auch nicht gemacht und ist eben meine Art und wer es nicht kann, hat ja den Vorteil, oben rechts sich wegzuklicken und sagen, was soll's, weg. Und wem es Spaß macht, wem es Freude macht, kann ja reinsehen und zuhören und würde mich freuen, ein bisschen Feedback unterm Video zu bekommen. Okay, bis zum nächsten Video, euer Lothar, bis dann. Tschüss.